Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen in meiner Küche. Heute machen wir Erdbeermarmelade. So, wir beginnen mit Abwaschen. So, danach kommen die in ein Sieb zum Abtropfen. So, als nächstes müssen die Reste vom Halm. So, jetzt müssen erstmal die Blätter entfernt werden, ist klar, oder? Mit dem Bastelmesser. Was anderes haben wir nicht im Junggesellenhaushalt. Und von da geht es dann in den Topf. Der hat schätzungsweise 10 Liter, 20. Die Zweigefuhre. Nebenher hört man die Spülmaschine rauschen. Da tun wir nämlich die Gläser nochmal spülen, obwohl sie sauber sind, schon mal gespült waren. Ja. Aber das seht ihr gleich. So. Was ist da jetzt reingekommen? Gelierzucker 2 zu 1. So, Freunde, Gelierzucker 2 zu 1. Ja. Und das hier sind Vanilleschoten, die kommen auch noch rein. Also wir verarbeiten hier 4 Kilo Erdbeeren insgesamt und dazu 4 von diesen Gelierzuckerpackungen. So sieht das dann aus, vorläufig mal. So, die dritte von 4 Gelierzuckertüten. So schaut es aus. Und die vierte kommt auch gleich rein. Also 4 Kilo Erdbeeren zu 4 von diesen Tüten. Ich sag's nochmal. Okay. 100 Gramm, genau. Das schaut aus und dann wird ordentlich untergerührt. So, jetzt kommen die Vanilleschoten, die müssen ein bisschen klein geschnibbelt werden. Inzwischen köchelt das hier schon. Und hier macht sich der Duft von Vanille breit. Weitere Kollateralschäden sind zu befürchten. Und so ist ausreichend dann. Ja, einige Menschen schälen die noch aus. Das mag, ich lege es Ja. immer so Ah rein. ja, das zieht durch. Ah, Pudding will Weile haben. Jetzt köchelt es erstmal. So, jetzt kommen die Zitronen dazu. Wir nehmen es heute ganz genau. Die Kerne kommen raus. Normalerweise kann man die mit einer Zitronenpresse auspressen. Habe ich aber nicht im Junggesellenhaushalt. Hat sich der Deswegen. Sohn ausgeliehen. So, also das ist die etwas unprofessionellere Methode. Wie gesagt, wenn ihr eine Zitronenpresse habt, dann ist das vorzuziehen. Eine Zitrone. So, jetzt dampft es schon ganz schön. Ja, fertig kochen nennt man das. Rühren. Viel rühren. Sieht schon langsam nach Marmelade aus. Spülmaschine. So. Die Gläser sind jetzt gespült und sauber. So, rühren ist wichtig. Richtig.
So, jetzt sieht man schon, wie es eindickt. Da oben ist der obere Flüssigkeitsstand und die Flüssigkeitsebene ist schon abgesunken. Also ich schätze mal, 20% an Wasser sind schon rausgedampft. So, jetzt wird passiert oder püriert, ja. Passiert. Auch schneller, gell? Ja. Ist das auf maximal? Hier verdrehen. Ist das schon auf maximal? Also das ist schon maximal. Zaubertrank. So. Und jetzt wird eingefüllt. Und wichtig ist hier, dass man sehr schnell den Deckel zumacht dann. Jetzt haben wir uns auf den Boden verlegt. Gibt es da eine kleine Sauerei eventuell oder auch nicht, aber kann man ja gut abwischen auf den Kacheln. So schaut es aus. Deckel runter und verschließen. Später, wenn der Topf dann leerer wird, dann braucht man die Schöpfkelle nicht mehr. So sieht es nämlich aus. So, und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch viel Erfolg. Selbstgemacht schmeckt halt doch am besten. Oder gibt es noch was zu erwähnen? Ja, man muss halt abkühlen lassen. Ne? Und zudecken. Und zudecken. Warum? Damit es sich langsam abkühlt, richtig? Ja. Jawohl. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Wenn euch noch was einfällt, schreibt. Viel Spaß beim Weitermachen. Bitte? Viel Spaß beim Selbermachen. Ja, genau. Und wenn euch noch was einfällt, was man besser machen könnte, schreibt es in die Kommentarzeile. Ciao, ciao und danke fürs Schauen.